Hallo, das ist Martin. Martin, das ist ein bisschen zu viel verlangt. So, jetzt müssen Sie eigentlich wieder normal nur noch Tasten sagen. Ah ja, okay. Und wie kriegst du leer? Aber siehst du, ist nicht ganz genau. Okay. Ja, das ist wie bei den Bahnautomaten. Irgendwie 2 Zentimeter daneben. Ich schon, das wird hier noch heute. Ja, in 3 Tagen lernen wir das. Okay, und wir begrüßen den Studenten. Hallo. Dieser erste Bremer Edo Hack wird ja sowas wie so ein Family-Event eigentlich so, glaube ich. We are family. Wir haben jetzt hier alles unterschiedliche Projekte und auch unterschiedliche Stadien jetzt. Bei euch zum Beispiel seid schon ziemlich weit und habt auch im Prinzip ja schon Paper-Prototypes und jetzt direkt in eurer Idee weitere Verfeinerung halt reintreten und andere von uns. Du musst jetzt erstmal ein bisschen aufschreiben, was möchte ich eigentlich gerne machen und was gibt es da für Use Cases etc. Und das weg, Form und das klingt wieder. Dann kann man das nochmal wieder anklicken, dann wird die nächste Frage vorgelesen. Aber man hat auch die Möglichkeit darauf zu klicken, es blinkt aber nicht. Das erste ist unser kleiner Tab, das ist unser anderer Tab. Ich habe einfach so eine kleine Seite, dort auf den Knopf und da passiert es. Ja, das ist verschiedene Geschichte. Like the audio neutralization feature for when iPhone users are going on and on about some stupid audio your neutralization feature. Best mobile OS ever is like honey. Die Idee, eigentlich mit geringen Mitteln interessante Dinge zu gestalten und vielleicht auch Leute zu überraschen halt mit dem, was man halt so machen kann, mit Computern oder mit digitalen Medien. Und EduHack heißt halt, weil wir halt schon mehr halt mit den Anwendungen halt im Bereich Erziehung und Bildung beschäftigen wollen. Moment hier, jetzt zieht er raus. Kann ich mit diesen beiden Pedalen hier kann ich morphen, heißt das. Das sieht man jetzt hier, also und wenn man jetzt, wenn ich jetzt einen Anschlag hier. Das ist ein bisschen leiser, das mache ich, kann ich hier machen. Die Gesamtlautstärke sozusagen. So, jetzt bleibt er die ganze Zeit so stehen und ich kann den hier verändern und kann. Und kann dann halt einen anderen anschlagen. Wenn man einfach mal ein paar Tage Zeit hat und richtig intensiv an das arbeiten kann. Ich kenne das immer aus Programmierprojekten, dass man eigentlich häufig erstmal 6 oder 8 Stunden an einem Problem mal arbeiten muss, bis man erst so richtig arbeiten kann. Das hört man dann immer auf. Oder wenn ich das vorstelle, in einem normalen Seminar, wenn man 2 oder vielleicht nur 4 Stunden hat, dann passiert überhaupt nichts. Schön einfach, dass ich auch mit Palermo hier zusammensitzen und dadurch macht es einfach viel mehr Spaß, gemeinsam zu programmieren. Und insofern freue ich mich, dass auch so viele Leute gekommen sind und dass alle so ganz gut dabei sind und viel Spaß macht, glaube ich. Ich wusste auch nicht, wie das so heute funktioniert mit der Musik und so, aber ich bin echt ganz froh, dass Leon gekommen ist und es ist irgendwie witzig. Tesla-Spule. Ich glaube, sowas will ich haben. Die Unterschiede in den Explosionen, diese Taktung, die so ein Turm bauen wollte, der explodiert auch schon, weil die irgendwo auf dem Meer sind. Ja, Türme schon.
noch mehr Leute halt reinkriegen, die sagen, okay, wir machen jetzt einfach so ein Team, wo wir einfach Content generieren. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für den nächsten Edu-Hack, weil ich denke, es wird auch mal für den zweiten Edu-Hack geben, dass wir noch mehr Leute auch kriegen, die sagen, ich mache jetzt nicht alleine jetzt digitale Anwendungen, sondern ich mache vielleicht digitale Medien. Also ich wünsche, man muss erstmal drauf kommen, wie genau, nach welcher Logik das nun eigentlich das geht. Also ich, mir geht es eher darum, jetzt Content zu produzieren oder Storys zu erzählen, etc. Ich glaube, digitale Medien gestalten deutlich nicht nur programmieren. Gut, vielleicht durch den Edu-Hack, ist auch immer die Frage, ob die Bezeichnung so günstig halt ist, aber wir wollen halt trotzdem so ein bisschen irgendwie versuchen, mit kurzer Zeit interessante Anwendungen irgendwie zu bauen. Man bräuchte eine schnellere Taste, wo das leer ist wieder, dass du den Rhythmus wieder neu beginnst.